Hey Freunde der Nacht, willkommen zurück bei Dark Souls. Im letzten Video haben wir, nachdem wir Calamite endlich mal besiegt hatten, uns an den nächsten größeren gewagt, nämlich Grauk. Es tut mir zwar im Herzen weh, ihn töten zu müssen, aber da wir durch seine Rüstung, die wir dann kriegen, noch einiges erfahren werden, müssen wir das leider tun, auch wenn er so keine Lust darauf hat. Warum ihr nichts hört, wenn ich laufe, liegt ja daran, dass wir den Wappenring ruhenden Drachen ausgewählt haben. Damit er uns nicht hört. Er ist ja blind. Und jetzt ganz vorsichtig. Wow. Au. Also ist krass. Der kann einen wirklich in zwei Treffern... So, cool bleiben. Der macht jetzt keinen Body Slam, oder? So. Au. Bitte nicht treffen. Du siehst mich nicht. Doch, er sieht mich. Nein! Boah. Alter, wie viele Lebenspunkte der gute Mann hat, ne? Der trifft trotzdem. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, bleiben wir mal cool und hoffen, dass wir die Waffe wechseln können. Ich denke nämlich, damit sind wir trotzdem besser. Ja. Lieber einmal 250 als einmal 100. Wir treffen ja anscheinend ohnehin bloß einmal. Immer ganz vorsichtig. Bitte kein Body Slam wieder. Nein. Gut, dass er uns nicht hört, hey. Das ist ein Kampf hier gerade. Kein Body Slam? Er will einen Full Body Slam machen, oder? Nee. Ah. Huh. Noch lebe ich. No matter how much you insult me, I'm still standing. Barely. Alter Schwede, hey. Also das ist schon eine harte Sau, das muss man zugeben. Ja, wenn der einmal trifft, hey. Hoffe ich nur, dass ich so lange überlebe, dass ich mich heilen kann. Okay, jetzt pass auf. Komm, den muss ich noch treffen. Oh nein, noch drei Treffer. Scheiße. Das kann doch nicht wahr sein. Oh nein, bitte, bitte, bitte. Ich muss noch einmal treffen, einmal treffen. Komm. Ja. Ja. 20.000 Seelen reicher. Und Gauks Klamotten. Okay. Schauen wir mal Gauks Klamotten an. Gauks Klamotten, Gauks Klamotten, Gauks Klamotten. So, fangen wir an. Gauks Helm. Helm von Adlerauge Gauk. Einer der vier Ritter des Fürsten Quinn. Erhalten als Auszeichnung für seine Ritterehre. Der Helm wurde speziell für den ehrenwerten Ritter Adlerauge Go gefertigt. Doch seine Sehschlitze wurden von jenen, die Go für einen brutalen Riesen hielten, mit Baumharz verklebt. Können wir nicht benutzen? Okay. Gos Rüstung. Rüstung von Go, einer der vier Ritter. Die Rüstung stammt aus Gos Tagen als Drachentöter. Das Medaillon mit dem Wappen des Fürsten und die Schulterplatten aus Drachenknochen sind ein Zeichen höchster Ehre. Erhalten als Zeichen seiner Ehre... Gefertigt aus demselben Material. Ja, okay. Also. Ich huste immer noch. Gos Helm. Die Sehschlitze wurden mit Baumharz verklebt. Und wenn wir den jetzt mal anziehen. Ihr seht, ich habe ein bisschen ausgemustert. So. Ihr seht, gut, schön ist er nicht. Aber. Die Sehschlitze. Er ist vielleicht gar nicht blind gewesen. Sondern seine Sehschlitze wurden bloß verklebt und er hat angenommen, dass er blind ist. Wobei ich das irgendwie krass finde. So, Purpurrobe und altertümliche Handschuhe. Dann können wir wieder unseren Havelring anziehen. Havelring. Unser geliebtes Graswappenschild. Bauen wir hier mal wieder ein bisschen ein. So, und hier. So, sind wir wieder fit. So, es tut mir wirklich ein bisschen weh, weil Go eigentlich eine ziemlich coole Kreatur ist. Naja. So, hier. Ups. Das hätte mich jetzt beinahe getötet. Naja.
interessant zu wissen, also als Hintergrund. Punkt. Das nächste ist natürlich, er war früher Drachentöter und Ornstein war doch Drachentöter. Das heißt, vielleicht war er früher Ornstein untergeben und hat dann. Ist dann als Ritter aufgestiegen und hat sich dann eben seine eigenen Gefährten geholt. Die haben ja ihren berühmten Drachentöterbogen. So, dann steigen wir nochmal auf. In Stärke ein Punkt noch, dann haben wir den Käse hinter uns. So, hier kommen wir also nochmal zurück, wenn ich weiß, was ich noch vergessen habe alles, und dann grasen wir das ab. Als nächstes einmal wieder an den Feuerband schreien, weil wir lange nicht mehr da waren. Wir müssen ja noch die vier Könige besiegen. Davor graust es mir jetzt schon, wenn ich dran denke. So, 4000 Seelen könnten vielleicht genügen, um ein paar Sachen abzugraden. Da können wir doch gleich mal nachschauen. Waffe zum Beispiel verstärken. Ah ja, den Gemäldehüter-Sachen. Oh, 3 graue Brocken haben wir. So, Farisbogen auf 9. Den nutzen wir ja ab und zu. Gauss Großbogen, ihr seht es. Was sagt denn der eigentlich? Da schauen wir gleich hin. Ach, die gehen mit Funkeltitanit. Ist ja interessant zu wissen. Vor allem das Blutschild, das für mich wirklich einzigartig ist, geht den ganz normalen Weg auf plus 15 hoch. Das Graswappenschild auch. Aber die Wappenschilder, die hier, was sind zwei stinknormale Schilder? Oder auch das Silberritterschild geht mit Funkeltitanit. Aha. Einfach nur aha. Okay. Rüstung vielleicht irgendwas, was wir machen könnten. Oh ja, das Lendentuch auf plus 5 verstärken, das machen wir jetzt auch. Zack. Das haben wir ja ohnehin immer an. Okay. Damit hätten wir es. Wir sind gut dabei und sollten uns jetzt in den Bereich hier begeben. Ach, der andere pennt mal wieder. Hallo. Oh, I'm sorry. I'm distracted by grief. Pay me no mind. Na klar. Hey. Naja. Ich würde auch gerne den Zweihänder mal auf plus 10 bringen. Oder plus 15, einfach nur mal zu sehen, was für eine Wucht diese brutale Waffe hat. Vor allem, sie skaliert ja mit beidem relativ passabel. C und C auf Stärke und Geschicklichkeit. Und wenn wir dann da beide über, also Geschicklichkeit auf 40 haben und Stärke auf 32, muss die eigentlich schon ziemlich, eine ziemliche Kampfsau sein. Auf plus 15 später. So. Just because we can. Schauen wir mal, ob wir das Balder Swag Sword bekommen. Hallo. Wupp. Ja, komm. Sei nicht so gemein. Balder Helm, naja. Ach, oben laufen die Untoten wieder amok. Okay. Was wir noch so an optionalem Boss hätten, wäre natürlich der große, komische rote Draken über der Brücke, von dem wir den Schwanz mal abgeschossen hatten. Ja doch, der fehlt noch. So zum Beispiel, zum Bleistift. So, wenn ich dran denke, nur noch einen einzigen Punkt, dann können wir dieses Scheißding endlich einhändig halten. So, große Scherben haben wir jetzt keine mehr, ne? Well, hello again. You seem to be doing all right. Need anything forged? Ausrüstung umwandeln, 200 plus 6. Wir brauchen eine große Scherbe. Was haben wir hier noch alles? Göttliche Waffen können wir ja auch noch machen. Ah, dafür sind die grünen Sachen. mein Hals. Göttlicher Farisbogen, auch interessant. Was ist das denn? Ach, Okkult, oder? Nee. Ach, das ist göttlich plus 10, stimmt. Dann hier Okkult und hier wieder zurück auf... Ja, gut. I'll be seeing you then. Be careful out there. Klar, wir müssen auch nochmal nach Isalit, weiß ich noch. Und uns da einige Sachen ansehen. Wir müssen sogar relativ bald nach Isalit. Nun ja. Ach, good old times. Jetzt können wir mal hier diesen Vergleich anstellen. Ich habe was Wichtiges vergessen. Naja, der Ablasshändler ist nicht so wichtig. Hallo? Wann kommt denn endlich der Finsterwurzgarten? Tschüss.
121 lumpige Seelen. So, das kriegen wir hin. Ach, jetzt kam wieder das. Ah, hallo. Hä? Ich habe das Ding jetzt halt quasi mit zu wenig Stärke bedient und trotzdem noch ordentlich Damage gemacht. Das ist ja lustig. Lila Moosklumpen mit Blume. Jetzt brauche ich den Scheiß nicht mehr. Ah. Okay. Was Dusk zu dem Ganzen zu sagen hat, schauen wir uns mal anders an. Ich habe in dem Video noch was anderes vor. Aber dazu müssen wir hier hin. Schwuppen dir mal. Es wäre jetzt toll, wenn ich das gleich schaffen würde und nicht wieder 10 Anläufe bräuchte. Der Weg ist nämlich sehr lang. Kennst du den? Kennst du den? Kennst du den Film, Der Weg ist umsonst hier und so? Ja, ist ja gut. Hey, der lebt noch. Ich bin verwirrt. So, jetzt kommt irgendwo der Dieb. Oder auch nicht. Nö, hat keine Lust. Nur der Bandit da oben. Na komm her, ja. Da kommt die Sau. Hallo. Ah. Du weißt schon, dass ich hier bin. Au. Ihr seht, er macht. Also er kann einen schon richtig fertig machen. Tschüss. Das ging aber einfach. Okay. So. Kleiner Tipp, wir haben die Leute verraten. Nicht mit Alvina sprechen, die teleportiert sich weg und kommt nie wieder. Aber nur nochmal zurück zum Vergleich. Erinnert euch daran, wo wir den kleinen Sif gefunden haben? Diese Katze hat uns dahin geführt. Sie ist also auch ein Vertrauter von Artorias. So, das hier kennen wir. Hier war früher der Teleporter, der uns nach unten geführt hat. Jetzt werden wir uns ein bisschen umschauen. Hier ging es nach unten. Hier ist alles ein bisschen vom Abgrund, naja, ein bisschen zugewachsen, finde ich eher. Hier war das Kolosseum und da hinten ging es quasi nach Ulyssil. Hier irgendwo stand ein gewaltiges Kolosseum. Ist alles weg. Und das hier ist dieser königliche Garten, den wir zuallererst besucht haben. Wenn wir jetzt auf der Seite entlang gehen, sind wir normalerweise sicher von den großen Haien. Oder ich könnte mal schauen, ob die überhaupt wiederkommen. Die Kleinen können mich jetzt ja mal, aber hallo. Aber die Großen, ich sehe sie auch gar nicht. Doch, die Großen kommen wieder. Also hier kann man sehr gut Goldharz farmen. Das ist gut zu wissen. Also, ihr kennt den Garten sehr gut. Und diese Tür und diese Brücke müssten euch bekannt vorkommen. So. Sieht alles ein bisschen anders aus. Da geht es nicht mehr nach oben, sondern nur noch hier. Etwas eingelullter. Aha. Hier ist das ein Mausoleum von Ulyssil. Das Artorias-Wappen wurde benutzt. Oder? Ich glaube schon. Und so sieht das Mausoleum wohl jetzt aus. Nicht mehr so, wie man es in Erinnerung hat. Ein riesiger Kampfplatz. Ihr könnt euch denken, was kommen wird. Und ein Schwert, das uns sehr, sehr bekannt vorkommen könnte. Oh, die neue Animation. So. Wer das Spiel ohne DLC gespielt hat, muss jetzt unbedingt zuschauen. Kennt ihr ihn? Sif ist gar nicht mehr so klein.
Und er kämpft gegen uns. Ich will doch nur bei dir reinkommen, da unten. Au. 400. 900. Ah, schlecht. Das war keine Absicht. Scheiße. Ah. Wenn man einmal drin ist in dieser... in diesem Problem... Komm. Du Tier. Oh. Komm, ich muss noch einmal treffen. Ah. Oh, komm. Und tot. Oh. Bund des Artorias und die Seele vom Wolf Sif. Menschlichkeit und Heimkehrknochen. Wo ist das Schwert? Das müsste wieder da stecken. Oder ist es weg? Okay, das Schwert hat sich wohl mit ihm getötet. Ich dachte, es bleibt dann am Boden da stecken. So, jetzt nehmen wir noch kurz das hier auf. Ihr seht eine Leiche. Offenbar eine Frauenleiche, weil oben auch noch Stofffetzen hängen. Und es hat den Hornissenring an sich. So, das mit dem Leutstalisman stimmt offenbar nicht. Das hier ist das eigentliche Grab von Artorias. Ihr seht es, lauter Krieger, die ihr Schwert in den Boden gesteckt haben und hier gestorben sind. Vermutlich alle, weil sie das Gleiche aufgesucht haben und an Sif gestorben sind. Die erweiterte Animation habt ihr gesehen. Sif hat uns wiedererkannt. Wir haben ihn damals befreit. Er hat unseren Geruch wiedererkannt und wollte uns nicht sterben lassen. Aber er musste, denn wir haben hier einen Ring erhalten. Wo ist er denn? Ring des Abgrundschreitens. Bund des Artorias. Dieser Ring symbolisiert den Bund des Ritter Artorias mit den Bestien des Abgrunds. Dieser Ring ist also schon nach seiner Verwandlung zum Bösen, nach seiner Umwandlung zum Bösen an ihn getreten. Genau wie Artorias ist sein Träger in der Lage, den Abgrund zu durchschreiten. Dieser Ring ist jetzt noch wichtig für die vier Könige am Ende. Die befinden sich nämlich im Abgrund, da wo wir Manus schon besiegt haben. Okay, das wäre das. Und der Hund oder der Wolf hat uns sehr widerwillig bekämpft. Ihr habt es gemerkt, er ist ganz langsam. Und das große Schwert, das Artorias gehörte, wie es gewachsen ist. Die Legende ist quasi wie der Hund gewachsen. Ich finde, das sieht man schon. Und der Grabstein ist natürlich auch riesig. Ah, da lassen sich so viele tolle Sachen reininterpretieren. Und der Hund hat sich auf jeden Fall dafür entschieden, dass er uns nicht auch da unten verlieren will. Und deswegen muss er uns bekämpfen, so leid es ihm tut, damit wir nicht dahin kommen. So, dann haben wir noch den Kalamit-Ring hier noch. Naja, schauen wir mal, was wir finden. Der Hornissenring von gerade. Einer der Spezialringe, die den vier Rittern Gwyns geschenkt wurden. Der Hornissenring gehörte dem Schwertkämpfer Sieran. Der Ring verstärkt die kritischen Treffer des Trägers und lässt ihn seine Feinde ebenso effizient beseitigen, wie einst der Dolch von Sieran die Feinde der Fürsten Gwyn tötete. Mhm, einer der meiner Lieblingsringe, weil er um 40% stärkeren Schaden macht bei Backstab und Repost. Großartiges Teil. Damit hätten wir von allen vier Rittern die Ringe. Dann schauen wir nochmal durch. Wo ist er denn? Wie heißt denn der? Ah, Ring des Unheils, Kalamit-Ring. Ein Ring, verzaubert vom orangefarbenen Auge des Kalamit, dem Unheilsbringer. Verdoppelt von den von seinem Träger erlittenen Schaden. Ein nutzloser Ring, der keinen Finger ziert, sollte am besten gut versteckt bleiben. Wenn ich dieses Ding also trage, wird unser Schaden, den wir bekommen, verdoppelt. Mhm. Ist eigentlich bloß dazu da, um solche speziellen Boss-Run-Challenges zu machen. Irgendwie verflucht und Kalamit-Ring oder diesen, wie heißt der, verflucht, der Ring des Unheils anziehen und einen Gegner trotzdem besiegen. So, dann gehen wir hier dazu. Das hier, ihr könnt euch überlegen, eigentlich ist in dem Mausoleum da hinten das Grab des Artorias. Zieran hat es angelegt und offenbar wurde es doch hier verfrachtet und in ein gewaltiges Monument umgebaut. Was da draufsteht, wird mich wirklich interessieren. Es wurde in ein gewaltiges Monument umgebaut, damit die Leute Artorias in guter Erinnerung behalten und nicht als den Bösen kennen. Jetzt können wir auch mal schauen, die Seelen. Ich rede so ein bisschen über die Zeit. Die Seelen, wo liegen die immer? Wo liegen die? Nee, hier nicht. Das sind die vier Fürstenseelen. Die brauchen wir nicht. Hier, glaube ich, liegen sie. Fangen wir mal an. Seele von Artorias, genau. Die Seele des Ritter Artorias, der im Dienste von Fürst Gwyn stand.
Genau, die Legende ist nur zur Hälfte wahr. Es scheint, als wäre er besiegt worden und seine Ehre gerettet worden. Genau das ist getan. Also ist getan. Jeder kennt Artorias nur als Artorias, den Abgrundschreiter, nicht als den, der im Abgrund fiel. Und von einem Ungewandten Held der wahre Bezwinger des Abgrundes. Manus, Seele von Manus, dem Vater des Abgrundes. Diese außergewöhnliche Seele ist eine Ansammlung reiner Menschlichkeit. Der alte Manus war einst ein Mensch, bis er seine Menschlichkeit verlor. Ah, und zum Vater des Abgrundes wurde. Auch dann noch sucht er ewig nach dem zerstörten Anhänger. Das heißt, Manus war nicht wirklich so ein Urzeitmensch, der da unten wartete und schon immer so aussah, sondern er war ein normaler Mensch, der im Abgrund so zerstört wurde. Vielleicht war er ja wirklich dieser Pygmy, dieses Furtive Pygmy, dieser Zwergmensch, der am Anfang benannt wurde. Das könnte doch sein. Dann Wächterseele, okay. Seele Wolf Sif. Seele des großen grauen Wolfes Sif, der das Grab des Abgrundschreiters Artorias hütet. Besondere Wesen haben wir. Mit der Seele Sif, der das göttliche Ritterschwert erbte, kannst du eine große Menge Seelen erhalten oder eine einzigartige Waffe fertigen. Hier ist auch die Sache, das Schwert, das Artorias beim Kampf gegen uns verwendete, war wahrscheinlich nicht sein eigenes Schwert, denn das hat Sif geerbt. Ihr könnt euch auch erinnern, wo wir ihn befreit hatten, hatte der kleine Sif nämlich auch das Schwert im Mund. Okay, dann hätten wir jetzt eigentlich sehr vieles. Die lustigen Masken, da steht wirklich immer das Gleiche, ja. Okay, wir müssen dann wohl das Video beenden. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Bis dann, Leute. Bis dann.